Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Seelenfreude Challenge. Tag. Tag, wie viel haben wir heute? Keine Ahnung. Habe jetzt gar nicht gezählt. Wir haben heute den 14. Tag. 15 kann es nicht sein. Habe ich, glaube ich, hier hingeschrieben. 15. Okay. Kann es aber nicht sein. Ist ja auch egal. Hauptsache, du bist hier zur Seelenfreude Challenge. Im November. Seelenfreude Challenge im November. In den letzten Jahren habe ich immer so den kompletten November sowas stattfinden lassen und habe ja auch früher mal Lebensfreude-Kongresse gemacht. Zwei haben immer im November stattgefunden. Ja, und dieses Jahr hatte ich ursprünglich gar nichts geplant, aber das geht ja natürlich auch nicht, weil so im tristen November dich da gar nicht zu so inspirieren, deine Seele, das geht natürlich nicht. Okay. Thema Selbstliebe und Egoismus. Darüber wollte ich mal ein paar Impulse mit dir teilen. Und zwar, was ist Selbstliebe? Was verstehst du oder was verstehen wir unter Selbstliebe? Ich teile mal so meine Aspekte, meine Gedanken hier zum Thema Selbstliebe mit dir. Weil ich frage auch so in den Coachings immer mal gerne, wer ist denn der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und das frage ich immer ganz gerne einfach mal so völlig unverhofft, wenn man gar nicht so mit der Frage rechnet. Und dann kommt oftmals so, ja, meine Kinder, mein Mann, mein Partner, weil man denkt, es ist egoistisch, ja auch zu sagen, ich selbst bin die wichtigste Person in meinem Leben. Weil letzten Endes bist du selbst wirklich, wirklich, wirklich die wichtigste Person in deinem Leben. Wenn du nicht mit dir im Reinen bist, wenn es dir nicht wirklich so richtig gut geht, dann kann es auch deinen Lieben, deinem Partner, deiner Familie, deinen Kindern auch nicht so rundum richtig gut gehen. Weil letzten Endes strahlst du ja diese Energie aus, du sendest ja diese Impulse, diese Gedanken aus, wenn du im Unfrieden mit dir bist. Und deshalb bist du selbst die wichtigste Person und darfst auch dir erlauben, mit dir im Reinen zu sein und in der Liebe mit dir selbst. Mal metaphorisches Beispiel, was meine ich damit? Wenn du dir einen Brunnen vorstellst, so mit drei Etagen, in der Mitte fließt das Rohr durch, die obere Etage bist du, dann kommt noch eine Etage unten drunter, das ist Familie, Kinder, Partner und noch eine Etage unten drunter, ja, das weitere Umfeld, Arbeitskollegen oder wenn du selbstständig bist, deine Kunden, wer auch immer. So, wann kannst du als obere Etage etwas abgeben an die unteren Etagen, an deine Familie, an deine Kinder? An dein Umfeld, wenn du überläufst natürlich. Also in der Mitte fließt das Rohr, ist das Rohr und da fließt das Wasser durch in die obere Schale. So, und nur dann kannst du was abgeben, wenn du überfließt, wenn die obere Schale, die dich repräsentiert, wirklich überfließt. Das ist mal so das eine. Und deshalb darfst du dir natürlich auch erlauben, dich an erste Stelle zu setzen. Und dir dessen bewusst zu sein, dass du unter dem Aspekt, weil du ja auch ein Energiespender, ein Inspirationsgeber für dein Umfeld, für deine Familie sein möchtest, wir wollen doch das alle, das ist doch so auch gerade bei uns Frauen so ein natürliches Gen irgendwo, das in uns angelegt ist, ja, dass es auch anderen gut geht. Und deshalb bist du dazu eigentlich verpflichtet, dich an erster Stelle zu setzen. Und regelmäßig dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Du darfst das. Ja? Das zu diesem Aspekt Thema Selbstliebe. Und so gesehen hat das nichts mit Egoismus zu tun. Okay? So gesehen hat das nichts mit Egoismus zu tun. Und jetzt möchte ich mal darauf zu sprechen kommen, warum die meisten Menschen
dennoch ganz arg egoistisch sind. Warum die meisten Menschen ganz arg egoistisch sind. Und zwar, schau mal, jeder von uns hier ist doch hier auf die Mutter Erde gekommen, mit einem Seelenplan, mit einer Lebensaufgabe, mit so einem unsichtbaren Rucksack, nennen wir es mal unsichtbaren Rucksack, wo wir so ein paar Dinge mitgebracht haben, die wir hier verwirklichen wollten. Im Rahmen dieser Zeit, die wir hier im jetzigen Körper, zum jetzigen Zeitpunkt auf unserer wunderbaren Erde hier haben. Das ist ja auch der Grund, warum wir als Kinder es morgens kaum erwarten konnten, ja, aus dem Bettchen zu hüpfen, mit großen Augen aufgestanden sind. Was können wir heute alles entdecken? Was können wir heute alles kreieren? Wir hatten große Träume. Es war alles möglich für uns. Und wir wollten die Dinge, die tief in uns verborgen sind, die wollten wir kreieren, die wollten wir nach draußen bringen. Und dann sind so im Laufe der Zeit ganz viele Dinge über uns gestülpt worden, die uns vieles haben vergessen lassen. Und wenn wir uns denn überhaupt ansatzweise nochmal so ein bisschen erlauben, groß zu träumen, kommt auch gleich so der Denker wiederum ins Spiel. Jetzt bist du größenwahnsinnig, das darfst du doch gar nicht. Du darfst ja doch gar nicht erlauben, so groß zu träumen und, und. Das ist so das eine. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu deinem Potenzial, zu deinen Stärken, zu deinen Gaben, zu deiner Kreativität, die du hier mitgebracht hast, die eigentlich als Tageslicht möchte, die gelebt werden möchte, die einen Raum haben möchte, die sich zeigen möchte. Nur, solange wir das zurückhalten und uns da draußen nicht zeigen mit unserem Potenzial, mit unseren Gaben, mit unseren Stärken, unter dem Tenor, wie ich das gerne auch formuliere, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Das heißt, solange du dich da draußen nicht zeigst mit deinem Potenzial, mit deinen eigenen Stärken, mit deinen eigenen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, wo du auf eine ganz eigene Art und Weise, was dich einfach unterscheidet von vielen, von allen Menschen da draußen quasi, selbst wenn du Geschwister hast, selbst wenn du Zwillingsgeschwister hast, seid ihr dennoch unterschiedlich. Hat jeder von euch auch nochmal eigenes Potenzial, eigene Stärken, ein eigenes Faible für gewisse Dinge, eine eigene Art und Weise, Dinge im Leben zu meistern. Das sind genau die Dinge, die unter dem Tenor stehen, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt. Und solange du dich da draußen nicht zeigst mit deinem Potenzial, mit deinen Stärken, mit deinen Gaben, solange könnte man das auch als Egoismus bezeichnen. Solange könnte man das als Egoismus bezeichnen, weil du versteckst dich, du zeigst dich nicht da draußen. Du zeigst nicht dein wahres Potenzial. Du kannst einen Mehrwert da draußen erschaffen mit deinem Seelenplan, mit deiner Lebensaufgabe. Da gibt es so viele Menschen da draußen, die eigentlich nur darauf warten, dass du dich zeigst mit deinen Fähigkeiten, wo du anderen helfen kannst. Und da geht es nicht darum, perfekt zu sein, sondern da geht es darum, in einem gewissen Bereich Dinge gemeistert zu haben, auf deine eigene Art und Weise. Und das hast du. Auch wenn du jetzt denkst, was kann ich denn schon Besonderes, was habe ich denn schon Besonderes gemeistert und. Du hast Dinge in deinem Leben schon auf deine eigene besondere Art und Weise gemeistert. Und da draußen gibt es Menschen, die gerne deine Hilfe auch in Anspruch nehmen würden, aber du zeigst dich nicht bislang. Warum erzähle ich dir das hier? Ich möchte dir kein schlechtes Gewissen machen, sondern ich möchte dich damit so ein bisschen wachrütteln. Weil einer meiner Mentoren, das war 2014 muss das gewesen sein, er hat ein anderes metaphorisches Beispiel dafür gebracht und hat zu mir gesagt, als ich so an dem
Punkt stand, rauszugehen, mich zu zeigen, wirklich im größeren Stil sichtbar zu werden, hat zu mir gesagt, wenn du jetzt nicht rausgehst und zeigst dich da draußen, könnte man das als unterlassene Hilfeleistung ansehen. Könnte man das als unterlassene Hilfeleistung ansehen? Natürlich ist da draußen kein Kläger, klar, aber das hat so Klick bei mir gemacht und deshalb wollte ich das einfach mal zu deiner Inspiration dir hier jetzt mal mit auf den Weg geben. Dein Herz, deine Seele, die haben sich was ganz Besonderes hier für dein Leben, für dein jetziges Leben überlegt. Und all die Erfahrungen und all das, was du bislang in deinem Leben mitgemacht hast, durchgemacht hast, was auch immer es ist, es hatte auf einer gewissen Ebene alles seinen Sinn. Und das ist ja genau das, was eben dich ausmacht. Und das ist letzten Endes genau der Punkt, wo du ein Mehrwert für andere sein kannst, wo du anderen Menschen helfen kannst. Dass die vielleicht diese Odyssee, die du durchgemacht hast bislang, nicht auch durchmachen müssen. Dass sie schneller dorthin kommen, wo sie eigentlich hin möchten. Dass sie schneller da rauskommen aus dem Dilemma. Und so gesehen, lass das mal auf dich wirken. Gibt es da draußen Menschen, die wirklich nur darauf warten, dass du dich ihnen zeigst? Klar geht jetzt sicher auch im Kopf vor, ja, was mache ich denn besonders, wie soll denn das funktionieren? Oder es sind ja auch viele hier in der Gruppe, die genauso wie ich so vielseitig interessiert sind und so viele Talente haben. Also ich könnte dir zu allen möglichen Dingen hier Vorträge halten. Und das ist dann auch so etwas, was einen lähmt, wo man gar nicht weiß, wo anfangen, mit was denn anfangen. Und da ist es einfach so hilfreich, wenn du dir natürlich da Unterstützung holst. Wenn wir zwei zum Beispiel mal genau hinschauen, was ist denn genau dein Thema? Was ist denn genau der rote Faden, der sich durch dein Leben zieht? Wie kannst du denn genau daraus deinen Seelenberuf kreieren, überhaupt deinen Seelenplan entdecken? Wie kannst du denn all deine Fähigkeiten und Talente damit reinpacken, sodass du auch das Gefühl hast, dass das ein wunderbares Ganzes ist, dass das eine Einheit ist, dass es genau das ist, was dich ausmacht. Wie kannst du es denn hinkriegen, all das, was dich interessiert, da zu einem wunderbaren Ganzen zu packen und der nächste Punkt, der dann ja auch dazu kommt, wie kannst du damit auch deinen Lebensunterhalt bestreiten, Geld verdienen? Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, weil das hat man uns ja nirgendwo beigebracht, folge deinem Herzen. Und verdiene damit dein Geld, sondern wir haben ja gelernt, oder irgendeinen Beruf uns auszusuchen, wo wir gesagt haben, okay, damit kann ich mich so arrangieren. Und dann arbeiten wir einige Jahre in dem Beruf oder wie bei mir 30 Jahre und von den 30 Jahren gefühlt 15 Jahre habe ich mich gefragt, was mache ich ja eigentlich, ist überhaupt nicht mein Ding. Vielleicht geht es dir ja auch so, dass du auch denkst, das ist alles nimmer das, was ich mir so vorgestellt habe. Und vor allem, das ist auch nicht das Leben, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da warten draußen Menschen, die du noch nicht sehen kannst und die dich auch noch nicht sehen können, weil du dich nicht zeigst. Und das ist eine Art von Egoismus. Ich glaube, den willst du eigentlich nicht wirklich leben, sondern du hast doch so ein Helfersyndrom in dir. Du möchtest doch anderen Menschen helfen. Es geht nur noch darum, das zu verfeinern, zu vervollständigen, dir zu erlauben, dich da draußen zu zeigen, an dich selbst zu glauben, zu erfahren, wie du das auch auf so ein stabiles Fundament setzen kannst, dass du auch Monat für Monat ein stabiles Einkommen hast. Dir zu erlauben, dich an erster Stelle auch zu setzen. Zu wissen, wie großartig du bist, was du wirklich alles daraus tragen kannst, was in dir verborgen ist. Das sind die Dinge, die doch dich ausmachen. Das sind genau die Dinge, die dich ausmachen. Und deshalb bist du doch auch hier in der Gruppe, weil du auf der Suche bist. Weil du auf der Suche bist, dass in irgendeinem Bereich in deinem Leben oder vielleicht auch in verschiedenen Bereichen
Dinge nicht wirklich so sind, wie du sie gerne haben möchtest. Und schau mal, das Wertvollste mit das Wertvollste, was du hast, ist deine Lebenszeit. Und schau doch mal, wie möchtest du auf dein Leben zurückblicken? Möchtest du zurückblicken, so wie ich mir das auch irgendwann mal gesagt habe? Ich möchte mal das Gefühl haben, okay, es hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber ich habe meinen Seelenplan noch erfüllt. Ich wollte nicht auf mein Leben zurückblicken und denken, hätte ich doch nur, sondern ich wollte zurückblicken, dass bei mir ja ein paar Jahre gedauert hat, bis ich eben auch das Ding gefunden habe und all meine Talente und Fähigkeiten mit reinpacken konnte. Habe ich ja auch nicht allein geschafft. Natürlich hatte ich da Mentoren an meiner Seite und werde auch immer Mentoren an meiner Seite auch weiterhin haben, weil das ganze Leben ist ja Entwicklung und Wachstum. Und das ist das, wobei ich dich jetzt einfach begleiten kann und auch möchte, was mein Herzensanliegen ist, dass du dich zeigst, dass du dein Potenzial nach draußen bringst, dass du das im Ersten überhaupt mal entdeckst, dass du beginnst, unerschütterlich an dich zu glauben, dass du beginnst, mal wieder deine kühnsten Träume auszupacken, dass du beginnst, dich mal der Möglichkeit zu öffnen, dass auch für dich alles möglich ist. Ja? Das ist auch der Grund, warum ich dir überhaupt hier eine kostenfreie Durchbruchssession anbiete, dass wir da mal gemeinsam hinschauen können, dass du da einfach mal Klarheit bekommst, wo sind denn genau die Punkte, wo es hapert, wo ich nicht weiterkomme und wo will ich denn überhaupt hin? Es sei denn, du glaubst irgendwo in der Akasha-Chronik oder wo auch immer, im Feld des Universums steht geschrieben, dass ausgerechnet du nicht dein Traumleben dir kreieren kannst nach deinem Herzen und deinen Seelenplan noch entdecken kannst und alles, was du in deinem Leben verändern möchtest, egal wo du gerade stehst, es ist alles wandelbar, es ist alles änderbar. Jeder von uns erschafft sich seine eigene Lebenswirklichkeit. Weder ich kann dir deine Lebenswirklichkeit erschaffen, noch jemand anderes. Nur du selbst. Du hast es doch jederzeit in der Hand. Und lass das mal nochmal auf dich wirken und schau mal, wie du auf dein Leben auch zurückblicken möchtest. Und wenn du jetzt zu denjenigen gehörst, so wie ich ja auch, die so viele Talente haben und eigentlich gerne wollen oder noch am Überlegen sind und wie was, wo, wie kriege ich es denn hin oder vielleicht auch noch zu sehr an dir selbst zweifelst oder überhaupt keine Idee hast, was du für besondere Talente und Fähigkeiten hast, dann lass uns reden. Ich kann es dir nur anbieten, lass uns reden, es ist ein kostenfreies Gespräch. Aber an erster Stelle überleg mal, wie du auf dein Leben zurückblicken möchtest. Erfüllt und glücklich zu sagen, ja, ich habe mal die Kurve gekriegt, dann ist jetzt einfach der Zeitpunkt da, dass du dich wirklich mal auf den Weg deines Herzens begibst und aufhörst, auch dir Geschichten zu erzählen, warum etwas nicht funktioniert, sondern beginn dir die Geschichten zu erzählen, wie etwas funktioniert, wie etwas für dich funktioniert. Auch für dich ist alles möglich. Auch für dich ist alles möglich. Nimm das Wertvollste, was du hast, in die Hand, dein Leben. Und geh deinen Weg, begib dich auf deinen Herzensweg. Und erlaube dir, auf dein Herz und auf deine Seele wirklich zu vertrauen. Die wollen, dass du dein Potenzial entfaltest, dass du sichtbar wirst für die Menschen da draußen, die nur darauf warten, von dir gesehen zu werden und dass sie dich finden und dass du ihnen helfen kannst, auf deine eigene Art und Weise. Okay, habt noch einen schönen Abend. Bis morgen. Ciao.